Eins, zwei, drei. Ah, warte, was machen wir überhaupt? Ich hab grad keinen Moment nochmal. Sorry. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Oh, Mann, ey. Ich bin gerade die ganze Zeit Erste. Das ist echt sau anstrengend. Also. Vor allem, weil ich mich dann noch auf diese scheiße 1, 2, 3 konzentrieren muss. Und ich habe noch nicht begrüßt. Juhu! Und herzlich willkommen zu Fabulous Cup. Ja. Oh mein Gott. Ach, hässliche Bitch! Wir waren so in der Ah! Bin gegen gepratscht! Ah! Scheiße. Aber das ist ja jetzt nicht. Gut, fuck yourself! Liebchen! Ha! Lol. Ha! Nicht in die Banane! Nicht in die Banane! Danke. Ich bin immer noch dritt. Oh ich bin immer noch super. Lissy Soppy. Ah, ist an mir abgebrannt. Hallo. Es kehrt einfach niemand. Ah! Und ich bin auch gegen gebrannt. Aber egal. Es kehrt immer noch niemand. Ha! Und dich werde ich abstauben. Habe ich mich an dir gerieben? Oh mein was? God. Ich bin Erste? Hey, was ist mit den anderen gehappend? Das geht ich. Jetzt gehe ich nicht. Lissy, du musst noch eine Runde lang Erste bleiben. Du kannst. Das schaffe ich bestimmt eh nicht. So. Ich kenne doch mein Life. Ich kenne es. Du schaffst Jingy. Life. I trust in you. You can do everything you want. Good. Just believe in yourself. Very good. Just believe in your selfie. Woo. Also wenn man in seinen Selfie believe, dann ist man sowieso der Pro von Arne. Ah! Share your tits, ey. Ha, ich liebe! Und ich werde jetzt Erste. Das wird Erste. Ich werde Erste. Aber ist es nicht irgendwie jedes Mal so am Anfang der Aufnahme, dass ich noch gut bin und nach dem dritten Rennen werde ich immer nur noch Zehnte oder wenn so? Wenn ich dazu komme. Ja, wenn Noki dazu kommt und einfach am ersten Platz, wo er ins Ziel fällt, noch einfach ein scheiß Cooper-Panzer-Shit nach hinten wirft und mich dann auf den siebten Platz bringt zum Beispiel. Ja. Oh, sind voll viele da! Oh mein Gott, lauf im Automatum! Jetzt sind wir bei Roboter und Androiden. Nehmen uns die Jobs weg. Was? Wer ist Dunkelblü? Kenn ich nicht. Ach so, von wegen Rationalisierung und so eine Scheiße, oder was? Keine Ahnung. Ihr habt so Maschinalisierung. Ja, natürlich. So, industrielle Arbeitsschritte, die halt Revolution. Von Menschen bisher erledigt wurden, werden... Ja, meine ich doch! Das ist die Rationalisierung, Girl! Nee! Doch! Nein, das hat einen viel schöneren Namen, den du gar nicht kennst. I don't give a fuck. Das ist der wirtschaftliche Name. Was? Es gibt einen wirtschaftlichen Namen? Boah, das ist aua, hässlich. Meine Ohren. Ich übersteuere noch mehr. Ja. Ich bin einfach so nah an meinem Mikro. What is happening? Ha, hallo, Boys. Ah, ich hab Jans. Ich hab Jans die Gans weggebumst. Hallo. Jans die Gans. Abschingi! Abschingi! Was? Was meinst du da für eine Scheiße? What is life action? Hallo! Ha, nein! Hallo, nein! Nein, ich... Ich mach grad echt komische Sachen. Ey, sobald ihr dabei seid, mach ich wieder voll die Scheiße. What is life? So, warte, ich komme jetzt wieder. Aber du hässliche Schlampe! Aber noch was zum Thema. Ich weiß jetzt nicht, ich sehe das jetzt nicht so krass momentan. Also, dass irgendwelche, ja, sag jetzt mal wirklich Androiden dann quasi wirklich so Arbeitsstellen ja, wegnehmen. Ja, es geht aber nicht um momentan, sondern eher so um die Entwicklung. So, hallo, ja, das ist so eine hässliche Bitch, der extra wartet, um in meine... Nö. Dazu bist du irgendwie scheiße? Geh dich doch von Hallo, Graben. Ich hasse diese hässliche Bitch. Der wartet extra auf mich, um mich mit dem Stern wegzubumsen. Wie asozial kann man bitte sein? Ich will dich nicht mehr hier, danke. Das ist in der Schule, dieses Thema. Man hat da so ein bisschen so einen Vergleich gesehen, so vor circa 80 Jahren, glaube ich. Da hat eigentlich der meiste Teil der Menschheit im ersten Sektor und im zweiten Sektor gearbeitet. Das ist dann die Arbeit. Okay. Und... Ist das eine Scheiße? Guck, das ist das, was ich gesagt habe. Elfte. Gott, geil. Sie, ich hab wegen dieser Billy Boy Fotze, ey. Mein Gott, ey. Auf jeden Fall hat man da gesehen, dass halt der meiste Teil von den Leuten in der Verarbeitung und in der Produktion gearbeitet hat und so im Verlauf der Jahre halt mit der Rationalisierung wurde das immer mehr von Maschinen übernommen und dann haben halt die meisten Leute im Handel gearbeitet. Ach so. Also ich denke schon, dass es zunehmen wird auf jeden Fall. Vor allem bei den Sachen, wofür man fast keinen Intellekt braucht.
Also Sachen, die eigentlich nur auf körperlicher Arbeit basieren, also sowas wie Verkäuferin oder so. Zum Beispiel in England, da wird das ja mittlerweile schon so gemacht, dass es fast keine Verkäufer mehr gibt. Echt? Also ich denke mal, es gibt immer noch Leute, die dann wahrscheinlich da sein müssen, um irgendwas einzuräumen oder für Kundensupport und sowas. Wobei das mit dem Einräumen wahrscheinlich auch noch anders geregelt werden könnte, wenn man einfach Laden anders aufbauen würde, sodass die Maschinen immer alles nachfüllen, wenn die halt irgendwie per Scanner sehen, dass zu wenige Items noch übrig sind und sowas. So in der Richtung. Also ich denke, da kann sich schon vieles tun und dass auf jeden Fall viele Arbeitsplätze wegfallen. Vor allem, was mit... Hallo, ich bin gerade ernsthaft gegen den Busch geklatscht. Ja, why not? Vor allem bezogen auf Industrie und so. Also dass gerade so Arbeit in, keine Ahnung, so Maschinerien oder so, dass das auf jeden Fall wegfallen wird. Also es gab ja früher auch noch Leute, die wirklich am... am Transportband oder so gearbeitet haben. Und ich glaube, das wird halt schon so komplett. Was tue ich gerade? Ich fahre einfach über die ganze Wiese drüber. So, ah ja, hier ist es so schön. Hier oh mein Gott, macht so viel Spaß. Ist echt so. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass es sehr weit zurückgehen wird, nur halt eben nicht auf der Ebene, wo es zum Beispiel um Bildung geht oder darum, irgendwie neue Sachen zu entwickeln. Das wird immer das Potenzial haben. Nur das Problematische daran ist, dass die Leute, die jetzt eben nicht die Möglichkeit haben, so einen guten Bildungsweg zu erreichen, dass die dann quasi immer Nachteile haben dadurch. Und das ist eigentlich ein bisschen scheiße, weil das ist, glaube ich, auch in einem PISA-Studio hässlicher Bitch rausgekommen. Das in Deutschland die Bildungschancen extrem mit der sozialen Herkunft zusammenhängen. Und das ist ja voll beschissen, dass die Leute, die eigentlich noch nicht mal irgendwie doof sein müssen zum Beispiel und halt nur dadurch benachteiligt sind, weil ihre Eltern jetzt, keine Ahnung, einfach nur normale Arbeiter sind, dass sie dann deswegen nicht so einen guten Job kriegen. Und das ist halt die Gefahr, gerade dann, wenn diese zunehmende Rationalisierung passiert. Oh ja, das sehe ich auf jeden Fall als problematisch. Hallo, Noki. Bye, Lucy. Ja, nix bye. Ist sicher Bitch. Kennst du nicht. Ich glaube wohl. Oh, das ist ein Kugelwilli, Bitch-Typi. Aber. Oh ja, bums mich doch weg, hässlicher. Gib mir was Gutes. Das ist weiter. Doch nicht wahr. Ja, ich werde so voll abgeprallt. Nee. Oh, boah. Oh mein Gott, ich bin siebte. Toll, nur weil mich der Kugelwilli-Typ mal wieder weggebumst hat. Ich hasse dieses Spiel. Hete, Rakete. Aber ich glaube halt nicht, dass es so krass ist, dass man wirklich sagen würde, oh mein Gott, man kriegt gar keine Jobs mehr. Weil ich denke, dadurch entstehen halt auch neue Jobs, wenn es noch mehr mit Geräten und Maschinen passiert, wegen der Entwicklung von Maschinen oder vielleicht der Wartung von Maschinen und sowas, dass deswegen da neue Oder auch neue bei der Herstellung von Maschinen. Wobei, das könnten auch wieder Maschinen machen. Aber das machen dann im Endeffekt auch wieder nur Leute, die gebildet sind. Und das ist halt die Scheiße mit der sozialen Ungleichheit. Aber da kann man halt auch nicht so viel dran ändern, wenn das darauf basiert. Oh nee, die hässliche Scheiße. Neuntens, sei denn, man ändert halt das Bildungssystem. Aber das ist so ein Ansatz, wo man ganz an den Ursprung gehen muss. Und ich glaube, das macht Deutschland einfach nicht, weil die immer so scheiße bürokratisch sind, dass es einfach nicht funktionieren wird. Emotionen für Geräte und Maschinen. Warum denn? Emotion für Geräte. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll, weil ich habe noch nie irgendwie einen Ansatz gehört, in dem das funktioniert, dass irgendwie Maschinen Emotionen haben oder so. Ich meine, man kennt das ja irgendwie aus Filmen oder so, wo dann immer so ein Scheiße ist von wegen so, oh mein Gott, wir haben jetzt Roboter und die machen alles geil in der Welt. Die machen alles geil, Armut weg, Umweltverschmutzung, alles. Ja, weil es gibt so einen Film, da hat, glaube ich, jeder Mensch irgendwie so einen Roboter für sich zu Hause irgendwie und der macht dann für ihn quasi alle Arbeiten und so, also er muss selber nicht arbeiten und so und das ist eigentlich voll die geile Welt im ersten Moment, aber dann gibt's halt einen so einen Roboter, der doch Emotionen hat der dann alle töten will und so. Und dass das eben so ein Prinzip ist, was eigentlich letztendlich dann doch nicht wirklich funktioniert. Und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich immer voll merkwürdig. Also ich stelle mir das richtig gruselig vor, wenn Maschinen dann doch Emotionen hätten. Also dass man die so programmieren könnte, dass sie zum Beispiel Menschen töten oder so. Das finde ich irgendwie richtig grauenvoll. Also ich meine, die sind wahrscheinlich nicht schlimmer, als Menschen generell schon sind. Weil Menschen ja sowieso generell immer so eine hässliche Scheiße machen. Schlampe. Ah, nein. Oh, ich krieg den Stern in meiner beschissensten Stelle. Ah, da bist du wohl runtergefallen. Ha, bin ich trotzdem vor dir. Hallo. Bjing. Überall Bjing machen. Einfach nur noch Bjing. Oh, du dummes, hässliches Fotzenkind! Ich hasse dich! Guck, immer dieselbe Scheiße! Immer ist es Noki, das kleine Fotzenkind! Ich hasse ihn! Mario Kart zerstört
Freundschaften. Ich sehe überhaupt. Ja, das ist aber nicht das erste Mal. Hab schon keine Freunde mehr. Aber dieses Warum denn? Die Frage verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Emotionen für Geräte und Maschinen, warum denn? Finde ich eigentlich relativ unnötig. Ich meine, wenn man Roboter irgendwann als Menschenersatz wirklich sieht und mit den Beziehungen anfangen will oder so. Also das geht. Aber sonst, hä, warum sollte man das denn wollen? Also das erscheint mir gerade genauso unnötig wie solche Leute, wie die Frau zum Beispiel, die den Eiffelturm geheiratet hat. Die kann da doch nichts für. Das ist doch ihre sexuelle Neigung. Aber trotzdem, wie kann man sich in etwas Materielles verlieben? Das weiß ich nicht. Ja, so wie man sich auch in Life is Strange verliebt. Nein! Bitch. Ist ja nicht so, dass wir jede Folge Mario Kart einfach immer Life is Strange reden. Und mir haben Leute in die Kommentare geschrieben, irgendwie so, ey, ich mag Musician, bin ich jetzt scheiße? Ich spiele Life is Strange nicht, bin ich jetzt scheiße? Also bezogen auf Musician, wenn ihr Musician mögt, dann seid ihr nicht scheiße, weil das sind Geschmäcker. Aber wenn ihr Life is Strange nicht mögt, dann seid ihr scheiße, dann lass ich euch immer! Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ach ja, ich freue mich noch auf die restlichen Videos, die ich dazu machen werde, weil letztendlich bietet das Ende doch sehr viel Potenzial, um doch noch viel darüber zu machen, weil einfach nichts geklärt ist. Deswegen wird wahrscheinlich diese Woche auch wahrscheinlich noch ein Video dazu kommen, zu allen offenen Fragen, die es noch gibt. Ich glaube, ich habe jetzt schon 30 oder so gesammelt, aber es kommen bestimmt noch mehr zusammen, denke ich mal. Vielleicht gucke ich mich auch auf anderen Blogs noch um, was andere Leute so dazu sagen und so. Mal schauen, was sich dann so finden lässt. Und dann wollte ich halt versuchen, ein paar der Fragen möglichst zu beantworten. Und ich fand natürlich sehr schön, dass auch andere von euch gesagt haben, dass Chloe euer Lieblingscharakter ist. Ich finde nicht gut. Also Keterakete finde ich immer noch am geilsten. Ja, schön für dich! Ich habe so einen angeschrieben, der hat so geschrieben, also erst hat er seine Topliste geschrieben, dann meinte der so, ja, also erstmal Kete, dann Chloe Price und dann ja, Max. Ja, Kete ist ja auch geil. Und dann meinte ich so zu ihm, ja, aber deine Liste wäre ja richtig, wenn Chloe ein Platz höher wäre. Und dann meinte der so, ja, ich bin in der Zeit zurückgereist, um die Platzierung zu ändern. Das war funny. Ich bin Dritter! Wir sind alle drei auf dem Top-Plätzchen. Aber es müsste eigentlich andersrum sein. Eigentlich müsste ich Erster sein, Noki müsste Zweiter sein und Jan müsste Dritter sein. Weil also dann eigentlich wir warum muss ich Dritter eins, sein? Zwei, warum muss, drei warum ist Noki sagen. Dritter? Ist der ist doch eigentlich... Nö. Noki regt dich doch mehr auf. Warum ist er denn auf dem zweiten Platz? Weil du nichts kannst, Jan. Hey, ich meinte, weil wir 1, 2, 3 sagen. Da sag ich 1 so, und Noki sagt 2 und Jan sagt 3. Es ist super cute, mein Gott. Über den Wolken sterben die Liedermacher aus. Was? Die Liedermacher also sterben aus. Thema, also über den Wolken, wenn du das schon so schreibst, klingt es so, als ob du gerne Schlager hören würdest. Vielleicht diesbezüglich sterben die schon aus, weil die immer nur dieselbe Scheiße verwursten, wie zum Beispiel Helene Fischer. Immer nur, Liebe, Sehnsucht, komische Metaphern von Wolken, Mond und so eine Scheiße. Das ist einfach typisch und dann, Schlager. Und das hauptsächlich sowieso nur Rentner hören und die sterben. Hä? Kann man da nicht mehr rüber um da? Was? Ach, egal. Whatever. Also man kann, ich hab's gerade eben rüber geschafft in dieser Kurve. Ja, aber ich hab halt geschüttelt in dem Moment, um noch rüber zu kommen. Und da hab ich's nicht geschafft. Und das geht ich irgendwie hallo, nicht. Hallo Jan, okay, Bayern! Genau, ich hab's aber auch nicht immer geschafft. Hallo! Hallo! Welche blöde Bitch hat jetzt so ihren scheiß Geringerpflanzen? Hab ich den Noki noch mal Fetter da reingebumst? Und der hat mir mein Item geklaut, dumme Bitch! Just die already. Ah, scheiße. Aber ich hab ein Sternchen. Sternchen. Hallo, Bitch! Was ist dies? Ah! hallo, bumst mich doch nicht alle um. Ich hasse euch alle. Ihr seid so hässlich. Aber generell auf Songwriter bezogen finde ich das irgendwie ein bisschen ja, komisch. Ja, endlich. Weil eigentlich sterben normale, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Songwriter sterben ja nicht aus. Weil man sieht ja gerade, dass es schon ziemlich viele Charts gibt. Vielleicht ist nicht alles so originell, aber ich finde, das ist Ansichtssache wirklich. Weil ich höre eigentlich auch gerne so Partylieder, wie die halt angesagt sind. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwie sowas mit so, hallo, bumst doch nicht alle mich rein, ihr hässlichen Bitches. Ich hasse euch alle. Ich brauche jetzt nicht mal so einen anspruchsvollen Text, um ein gutes Lied zu haben. Es gibt einfach auch gute Lieder, die haben einfach einen geilen Beat. Auch selbst wenn er irgendwie geklaut ist, ist mir das eigentlich scheißegal, weil das ist ja irgendwie trotzdem immer ein neuer Inhalt. Ich meine, die Leute klauen die Lieder ja nie insgesamt irgendwie so weg. Deswegen weiß ich nicht. Finde ich
komisch. Also ich würde nicht sagen, dass die Leute aussterben. Also es gibt immer noch Leute, die machen vernünftige Lieder, in Anführungszeichen, wo die sich vielleicht auch Mühe geben und einen richtig tollen Text machen und so. Aber es gibt genauso Leute, die halt einfach sich irgendwas zusammenklauen. Und das ist mir im Prinzip eigentlich auch scheißegal, solange das Lied im Endeffekt gut ist. Weil wenn irgend so ein Lied schon 30 Jahre alt ist und die nehmen ein Beat von einem 30 Jahre alten Lied, dann da ist mir doch scheißegal, ob das geklaut ist. Dann denke ich mir so, ja gut, wenn das Lied früher schon geil ist und wenn es jetzt immer noch geil ist, dann ist mir das doch scheißegal. Hauptsache, es klingt gut. Ja, what to say zum Beispiel. Nur meine Eltern, die heulen da immer so voll rum. So, oh, das ist ja voll geklaut, die haben ja gar keine eigenen Ideen mehr. Und ich so, nee, ist ja scheißegal. Ja, ja, stell dir mal vor, bei 10.000 Liedern, die es jetzt bisher gibt, da muss halt schon irgendwie immer irgendwo was geklaut werden. Ja, aber irgendwann kann man auch nichts mehr Neues machen. Und es kann auch einfach sein, dass man was im Kopf hat. Eine Idee, die nicht unbedingt geklaut ist, sondern die man einfach so im Kopf hat, was dann vielleicht ähnlich zum anderen ist. Weil das heißt ja nicht unbedingt, dass man das geklaut hat, nur weil es das da so ähnlich auch gibt. Weil es gibt einfach so viele Sachen. Ich glaube, man kann gar nicht mehr vieles neu machen. Weil es auch so viele Genres schon gibt, dass man da auch nicht mehr viel Abwechslung hat, gewissermaßen. Keine Ahnung. Das ist Felicity Beach. Hitschu. Weißt du, wen ich jetzt wegbumsen komme? Ah, dich! Ha! Das Aua, hast du nämlich verdient, Freundchen. Da kriegst du jetzt mal auf die Fresse, Lissy. Ich hab eben schon hässliche Lissy-Bitch gesagt, das war meine Rache. Dabei. Boah, geh dich doch vergraben, du kleines Fotzenkind, ey. Ich brauch echt keiner. Fuck. Kugelwilli. Ich brauch einfach keiner. Mir kommt erstmal ein Kugelwilli und ein Stern, ist klar. Ja, why not? Hab ah, was? Ich fahr so voll gegen die Höhle. Nicht sowas? Ah. What happened? Bzing. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Psch, psch. Hallo, was? Jan. Tschüss, Jan. Jan, ne? Ha, Windschatten. Oh mein Gott. Heftig Ausraster, scheiße. Bzing. Und bzing. Bzing. Komm schon. Bzing. Ja, hässliche Bitch. Ja, Skagashi. Oh mein Gott, da konzentriert er mich gerade nicht. Ah! Was? Der hat mich in der Luft getroffen? Wie kann ein Kugelwilli einen bitte in der Luft treffen? Das habe ich noch nie erlebt in meinem Life. Danke für deinen Pilz, Noki. Lol. I don't care. Nein, nein. Ah, ich habe Noki noch immer heute. Geil, das war mein Wunsch, das war mein Lebensziel. Jetzt habe ich alles erreicht. Okay, jetzt kann ich sterben. Ist die Reihenfolge doch jetzt kann ich sterben gehen. Der Dauerbrenner, sind wir allein im Universum? Ich denke mal nicht, vor allem wegen den letzten Erkenntnissen. Es hieß ja, die NASA hätte irgendwie einen Planeten gefunden, auf dem es auch Wasser gibt. Und das ist ja eigentlich eine potenzielle Möglichkeit dafür, dass es letztendlich doch woanders Leben gibt. Also ich hätte das auch generell eigentlich erwartet, weil ich mir gut vorstellen kann, dass man nicht unbedingt die Bedingungen braucht von unserer Erde, um vielleicht anderes Leben zu kriegen. Weil es können ja auch irgendwo andere Organismen leben. Die müssen ja nicht so sein wie wir, dass wir zum Beispiel Luft brauchen, dass wir Wasser brauchen, um zu überleben oder so. Weil es kann ja auch einfach sein, dass es zum Beispiel irgendwo im Universum durch bestimmte Bedingungen, die geschaffen sind, halt eben irgendwelche anaeroben Organismen vielleicht auch gibt, die dann bestimmte andere Fähigkeiten und Voraussetzungen haben, weshalb sie da leben können. Also ich denke schon, dass es möglich ist, aber halt nicht in dieser Form, wie das immer so dargestellt wird, von wegen so, oh mein Gott, die Aliens kommen, weil ich das immer voll unrealistisch und merke. Ja, vor allem mit diesen kleinen grünen Männchen, das finde ich immer so ein bisschen komisch dargestellt und eher unglaublich. Ah, hallo, Lissy, du hässliche Schlampe. Hey, ich habe gar nichts gemacht, was du laberst. Untergeschoben. Hey, du bist einfach in mich reingebumst, du bist selber schuld. Ja, das hat man davon, wenn man nicht in mich reinbumst, war? Hallo. Bumst immer in mich rein. Ja, davon spürt man ha, das Konsequenzen! Hilfe! Die Note! Ha, die Note hätte mich auch fast kaputt gebumst, aber nur fast. Ha, ha, lol, ha. Hallo, ha, Lissy. Hallo, bei Lissy! Ha, 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 ha. Werd vom Kugelwilli getroffen und sterb so für hässlich! Jetzt werde ich noch von der Scheiße getroffen! Klasse, Menschen. Aber egal. I don't give a fuck, action. I don't care! Hilfe. Hallo Jan, wir stehen einfach so voll gechillt nebeneinander, fahren so voll lahmarsch. So lange, yay, wir sind Best Friends forever. Ja, oh mein Gott, so cute. Hallo. Boah, oh mein Gott. Ich hätte dich eigentlich echt gern kaputt gebumst. Ah, nein, die Scheißnote. Die Scheißnote. Heblebling. Heblebling, was? Das kenne ich nicht. Haha. Ach Gott, du bist doch so ein kleines Fotzenkind. Oh, du bist so ein kleines Fotzenkind, ne? Das weißt du schon. Das ist echt so. Das ist
Pocket. Jing! Geil, ja. Hilfe! Nein! Nein! Ah! Mann, ich hab schon nicht mehr Gas gegeben und flieg trotzdem in die Scheiße. Ich flieg immer in die Scheiße. Oh, hallo, Lisa. Oh, Jan! Wollen wir wieder zusammenfahren wie so kleine Krüppelkinder? Ja. Nein! Ich hasse oh. das Spiel. Ah, die hässliche Note. Jetzt können wir die doch nicht. Hässliche Krüppelkinder. Hab es gegen die Note geklatscht. Hab ich nicht. Boah, dieser Billy Boy. Oh mein Gott. Nein, ich bin an der Note hängen geblieben! Nein, ich geh nicht mehr weg! Hässlicher Scheiße, ey. Komm schon, Kugel-Willi, bitte, sonst bin ich am Arsch. Oh, natürlich! Jetzt krieg ich die dümmste Scheiße an Items, die man den ever kriegen kann. Den Bumserpilz wahrscheinlich. Ja, ey, voll die Shit. Das ist so Zehnte. Ist mir scheißegal, du bist trotzdem hässlich. Okay, dann würde ich sagen, das wäre es mit diesem Part gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und ja. Schreibt doch auch eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns. Tschüss.